So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamp. Hier sind wieder Betten zusammengestürzt und es passiert mega viel. Erstmal werde ich hier jemanden neuen zu unserem Kult holen. So, das ist Alfons der Büffel oder was auch immer. Kränklich und Trägheit. Naja, nicht so super Eigenschaften, aber was soll's. Hallo, willkommen bei den Mittwochlern. Und bete mich an, bitte. So, ich habe gerade mal wieder einiges hier an der Kiste verkauft. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Geld. Kann ich das sehen? 111 Münzen habe ich. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aber das ewige Holzproblem bleibt bestehen. Wie sieht's eigentlich aus mit den Knochen? Habe ich genügend, um Kirill wieder zu erwecken? Achso, eine Predigt kann ich auch erstmal halten. Gut. Was hole ich mir hier? Gnadenlose Waffen. Chance bei Angriff auf Gegner einen kritischen Treffer zu verursachen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Nehme ich mit. Und da bin ich auch fast schon am Ende des Baumes, sozusagen. Und jetzt gucke ich mal bei den Ritualen. Ja, Ritual der Wiedererweckung. Nee, kann ich doch noch nicht machen. Ich weiß nicht, wieso ich gerade dachte, dass ich es machen kann. Aber da fehlen mir doch noch ein paar Knochen, leider. So, ich habe hier unten an dem an den Sachen hier nochmal die Truhen geleert. Und jetzt konnte ich auch nochmal ein, zwei Betten bauen. Das ist gut. Kann ich die hier eigentlich reparieren? Ja, ein bisschen zumindest noch. Ich glaube, das hier oben nicht mehr. Nee. Aber hoffentlich reicht das jetzt an Betten. Jetzt muss ich natürlich nochmal was kochen. Wieso machen denn alle hier hin? Was soll das denn? Ich habe doch Toiletten. Und wieso kotzen alle? Das sind Bärenmahlzeiten. Oh, okay. Fred, was möchtest du von mir? Großer Anführer, ich mag dich. Nein, ich liebe dich. Sorry, also ich bin verheiratet. Würdest du mich zur glücklichsten Kreatur der Welt machen und mich heiraten? Das ist natürlich immer ziemlich gemein und ziemlich, ja, unschön, einen Hochzeits- oder einen Heiratsantrag abzulehnen. Aber es tut mir leid, ich bin schon mit Mika verheiratet. Sorry, Fred. Ich hoffe, ich verletze deine Gefühle nicht zu sehr. Oh. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich möchte eigentlich nicht mehr heiraten hier. So, nochmal eine göttliche Inspiration freigeschaltet. Toilettenhäuschen 2, finde ich, klingt gut. Nehme ich direkt mit. Gut, dann habe ich ja beim letzten Mal diese Pilze gesammelt für diesen komischen, weirden Typen. Und ich werde die ihm jetzt mal geben. So. Hallo. Bitteschön, die ganzen Pilze. Ja, ja, gib so zu. Gib mir. Hervorragend, hervorragend, aber nicht genug. Bring so zu mehr und so zu zeigt dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. Ich will gar keine Gehirnwäsche machen. Sozu vermutet, dass du etwas für deine Mühe haben willst. Natürlich. Sozu bezahlt stets seine Schulden. Nimm das. Oh, okay. Naja, gut. Dann habe ich jetzt wieder ein neues Fragment. Eigenschaft Grasfresser, ja, ja. Anhängerform kaufen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Ich habe eh immer zu wenig Geld, aber naja, gut. Oh, süß. Was ist das nochmal für ein Tier? Ist das so eine Art Wüstenfuchs oder so? Sieht auf jeden Fall sehr cute aus. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Wie viele Pilze muss ich denn jetzt das nächste Mal mitbringen? 20, okay. Wahrscheinlich kriege ich dann jedes Mal so ein Fragment, kann ich mir vorstellen. Gibt es sonst noch irgendwo was Neues? Wahrscheinlich nicht. Ich könnte mal bei der einsamen Hütte nochmal so ein Astra-Gloy-Spiel machen. Ja, Wette abschließen. Keine Münzen, 5 Münzen, 10 Münzen. Ich mache erstmal 5. Gut, probieren wir es nochmal. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und das Lamm wirft zuerst. Oh, okay. 1. Nicht so prickelnd.
Da hat er schon mal was Besseres. So, die 5 packe ich mal erstmal dahin. Na, ah, okay. Ich dachte schon, er zerstört meine 5. So. Ich weiß nach wie vor nicht, was die beste Taktik ist. Soll ich seine 5 da zerstören oder soll ich... Ich packe die mal dahin. Gut. 1 packe ich dahin. 4 habe ich damit schon, okay. Ja, mal gucken, wer hier gewinnt. Das ist schon mal gut, dann habe ich seine 5 zerstört. Und damit liege ich, glaube ich, auch vorne. Ja, ich glaube, das gewinne ich sogar. Wenn jetzt nicht noch viel Scheiße passiert. Okay. Jetzt. Ah, das ist blöd. Das ist ganz blöd. Ja, das bringt nicht so viel, aber gut. Hm. Mist, 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 Mist. Oh, es sah so gut aus für mich. Packe ich die da hin oder da hin? Ja, ich nehme die mal da hin. So. Mal schauen. 1. Ja, hier hin. Hm. Ich glaube, er ist immer noch vor mir. Das ist das Problem. Hm, ich glaube nicht, dass ich... Oder? Vielleicht habe ich gewonnen? Ja, doch. Ich habe gewonnen, aber es war sehr, sehr knapp. Es scheint, als wäre das Glück nicht auf meiner Seite. Macht nichts, du hast gut gespielt. Okay, mehr kriege ich nicht dafür. Naja, gut. Habe ich das auch nochmal gemacht. Und hier kann ich mir auch noch ein bisschen Glauben holen. Irgendwie ist der Glauben sehr stark gesunken. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber ich predige mal nochmal. Ich hoffe, das geht. Nee, kann ich heute gar nicht mehr. Ah. Okay, dann sollte ich vielleicht mal alle inspirieren. Das habe ich auch schon länger nicht mehr getan. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Mahlzeiten mehr, die ich kochen kann. Das ist blöd, weil ich müsste jetzt eigentlich wieder auf den Kreuzzug gehen. Aber hier, die sind noch alle nicht reif, die Beeren. Das ist blöd. Oh, was möchte Fuchs? Bitte, Anführer, da sind einige, die hungern und kein Zuhause haben. Wir müssen sie unserem Kult beitreten lassen. Ja gut, ich habe eigentlich kaum Betten und keine Nahrung, aber... Wobei, das ist ziemlich scheiße eigentlich, fällt mir gerade ein, weil ich habe ja keine Nahrung. Muss ich die jetzt direkt indoktrinieren? Kann ich das nicht auch... Ich glaube, ich kann ja auch warten, oder? Weil dann ist die Hungersleiste vielleicht nicht so niedrig. Vielleicht ist das eine Idee. Hier, miese Fleischmahlzeit kann ich noch kochen. Ist jetzt nicht so sonderlich toll, aber naja, gut. Gut, dann begebe ich mich nochmal auf eine, auf einen Kreuzzug. Ich glaube, ich nehme auch nochmal jemanden mit. Ich werde aber, glaube ich, nicht jetzt den Bischof schon besiegen. Das heißt, ich gehe nochmal ins alte Gebiet, nach Düsterholz. Und was nehme ich denn da am besten? So, ich nehme Nils mal mit. Der kann jetzt auch mal mit auf einen Kreuzzug gehen. Nils wurde in einen Dämon verwandelt. Und dann geht's nochmal zurück nach Düsterholz. Wobei, gibt's hier auch nochmal ein Einhorn. Irgendwie kriege ich sehr viele Einhörner gerade. Aber ich habe zu wenig Geld. Ich lasse es nochmal. Gnadenloser Dolch. Okay. Und Tuuras Berührung. Okay. So. Ich habe gerade kurze Zeit vergessen zu reden. Es tut mir leid. Das sollte man vielleicht tun, wenn man ein Let's Play macht. Es ist aber auch inzwischen schon ein bisschen spät. Ich bin sehr süchtig nach diesem Spiel. Das kann ich ja jetzt mal so festhalten. Ist vielleicht leicht durchgekommen, aber ich
spiele gerade nichts anderes und denke auch an nichts anderes als an dieses Spiel hier. Und ich könnte mal den Fluch benutzen. Na, das ist der Fluch, den mag ich nicht so. Und kriege ich wieder ein paar Münzen. Schön. Ein neues Tarotkärtchen. Wieder so eine Shiny-Karte. Die springt mir ja schon direkt ins Auge. Okay, wenn ich Schaden... Oder wenn ich nur noch ein halbes Herz habe, kriegen die Gegner Schaden. Oder doppelte Lebensenergie beim Heilen. Komm, ich nehme die Shiny-Karte. Und hier kann ich wieder den Fluch machen, wollte ich sagen. Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht so gut einsetzen, habe ich das Gefühl. Also ich meine jetzt gerade zum Schluss hat es eigentlich ganz gut gewirkt, aber davor, naja. Ach, die Gegner sind hier alle noch so schön leicht im Vergleich zu... schön, dass ich da genau Schaden kriege. Im Vergleich zu Anora, wollte ich sagen. Mann! Mann, wieso kriege ich denn jetzt so viel auf die Nase? Ah! Okay, zwei Herzen habe ich noch. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Habe ich doch gerade echt den Mund zu voll genommen. Was macht Nils eigentlich nochmal? Achso, ich glaube, ich krieg mehr Eifer oder so war das, ne? Ich glaube, am besten hat mir jetzt eigentlich die Fähigkeit von Domme gefallen, als ich ihn einmal hier auf einen Kreuzzug mitgenommen hatte. Und jetzt kriege ich eine Blumenhalskette, okay? Ja, ich brauche Holz und Nahrung. Wäre wahrscheinlich am besten, hier lang zu gehen, weil dann kriege ich erstmal Nahrung und danach Holz. Ich könnte natürlich nur Holz nehmen, aber ich weiß nicht. Ist gerade brenzlig mit der Essenssituation. Und wieder ein paar Beeren. Gut, dann hole ich mir ein bisschen Holz ab. Erstmal einen ganzen Wald abgeholzt. Und, ich weiß nicht, das sieht so aus, als würde man da seine Herzen gegen blaue Herzen tauschen. Und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Von daher gehe ich lieber den sicheren Weg. Und wieder Hingabe. Vielen Dank. Ah, getroffen. Mist. Ah, zweimal. Was ist denn hier los? Vorhin habe ich noch gesagt, die Gegner sind hier so schön leicht. Und jetzt das die ganze Zeit. Oh Gott, was ist denn los? Jetzt ein bisschen aufpassen hier. Die Stacheln auch noch. Shit, shit, shit. Nur noch ein Herz. Wieso waren die denn jetzt so gefährlich? Ah, okay. Heilung. Finally. Hilfe. Ja. Und zack. Das war gut. Ich hätte gerne einen anderen Fluch trotzdem. Und ich kriege eine neue Waffe. Klinge des Verräters. Hier ist ein Eiferschwert mit... Aha, ja, okay. Oder Sturmböe des Todes. Dann nehme ich, glaube ich, lieber die. Ich meine, der Waffenschaden wäre halt auch gut, aber es regt mich auf, diesen Fluch zu haben. Die Herrlichkeit der Mühsal ist zu Ende. Schade. Oh Gott, das ist ja voll die Falle da gewesen. Jetzt. Das ist schon mal besser. Das gefällt mir mehr. Mit dem Einfrieren hier. Und nochmal. Einmal noch. Gut. Cool. Und auch nochmal ein bisschen Heilung. Kevin hat ein hohes Alter erreicht. Nein! So. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich glaube, der Part ist relativ lang. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Beziehungsweise vielleicht freut ihr euch auch darüber. Ich weiß es nicht. Und eine neue Karte. Was ist es diesmal? Ein zusätzliches Herz. Ein halbes. Cool. Dann geht's zum Boss. Mhm. Meine Lebensenergie ist ja sogar wieder ziemlich aufgefüllt, sehe ich gerade. Das ist schon mal schön für den Boss gleich. Auch wenn ich nicht glaube, dass der so viel oder so krass stark ist. Das ist ja einer der ersten Bosse noch hier. Panzerhandschuh. Ja, nehme ich doch. Der hat drei, also wesentlich höhere
wesentlich höheren Schaden, das wollte ich sagen. Sorry, ich bin schon ein bisschen durch, merke ich gerade. Erstmal einfrieren alle. Okay, und nochmal. Schade, den einen habe ich nicht erwischt. Aber es geht alles noch. Oh, cool. Pfade. Ah ja. Ziegelboden. Cool. Da freue ich mich drüber. Habe ich nicht nur Heuboden jetzt. Und da habe ich ja noch eine Tarotkarte. Angriffsschaden erhöht sich. Cool. Da bin ich auch gleich schon beim Boss, sehe ich gerade. Aber da oben kriege ich, glaube ich, auch noch mal eine Karte. Aber erst hier noch die zwei Gegner besiegen und dabei möglichst wenig Schaden kriegen. Noch was freigeschaltet. Ackerparzellenschild. Och, naja gut. Ist ja ganz nett. So, was gibt's noch für eine Tarotkarte? 10% Chancen, keine Schaden zu erleiden. Ich nehme die. Ist ja jetzt der Boss, von daher, der kriegt dann einfach nochmal ein bisschen Schaden. Das ist auch gut. Ach, nochmal Amdumsias. Den kennt ihr ja eigentlich. So. Das ging schnell, aber ich krieg gar keinen Anhänger mehr dafür, sehe ich gerade. Naja, schade. Ich nehme auf jeden Fall das Holz. Wobei, die Beeren wären auch praktisch gewesen, aber... Naja, Beeren kann ich ja anpflanzen, Holz ist immer ein bisschen schwierig. Und dann kehre ich auch zurück. Zurück bei den Mittwochlern. Steinmine hat keine Steine mehr. Ist eigentlich noch irgendwer tot? Ach Gott, Nils, mach mir doch nicht so Angst. Hier kann ich wieder auffüllen. So, ich habe wieder eine göttliche Inspiration, die würde ich gerne... investieren. Ja, nehme ich mal das Heilquartier, wenn es eh schon hier direkt oben ist. So, endlich kann ich das Wiedererweckungsritual machen und Kirill zurückholen. Das muss ich noch tun und dann würde ich den Part auch beenden. So, Kirill, komm doch bitte zurück zu den Lebenden. Wir haben dich vermisst. So, Lebensenergie wieder drin und eine Predigt halte ich auch noch schnell. So, Kirill kriegt noch die Kette, dass er nicht schlafen muss. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank und bis dann, euer kleines Lamm.